Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Wie du es von den letzten 2 Tagen schon gewöhnt bist, öffnen wir heute zusammen das nächste Adventskalender-Türchen, Tütchen und so weiter. Heute fangen wir mit Steckenpferdchen an. Und zwar in dem Steckenpferdchen-Adventskalender gibt es einen Stempel, und zwar hier einen Weihnachtsmann mit so einer total lustigen Mütze. Ja, sieht total süß aus. Den werde ich natürlich so schnell wie möglich montieren müssen, um ihn vielleicht auch noch für Weihnachtskarten nehmen zu können. Also total süß hier der Weihnachtsmann mit der riesengroßen Knubbelnase. So, und im Adventskalender von der lieben Katrin habe ich hier einen Nuvo Glow Drops. Sehr cool, von denen habe ich tatsächlich noch gar keine. Das sind diese Glows in the Dark, also Glow Drops Neon Shocking Pink. Also finde ich sehr spannend, habe ich noch nicht. Erstens diese Kracherfarbe, die sehr cool ist. Und dann leuchtet das auch noch im Dunkeln. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und natürlich habe ich auch hier wieder ein Zettelchen. Und dann schauen wir mal gemeinsam, was auf dem Zettelchen draufsteht. Etwas zum Thema Weltall Galaxy. Na super, vielen Dank. Okay, kriege ich hin. Also, ich hatte schon von irgendeiner ganz lieben Abonnentin, sei mir jetzt bitte nicht böse, wenn ich den Namen jetzt nicht auswendig weiß, habe ich schon einen Kommentar gekriegt, dass es total super wäre, wenn ich die Sachen jetzt gleich mit euch zusammen testen könnte. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe die Zeit nicht. Ich gehe Vollzeit arbeiten, ich versuche, jetzt im Advent tatsächlich mega aktiv jeden Tag für euch ein Video zu machen. Und wenn ich mich dann auch noch hinsetze und überlege, was mache ich damit, das würde ich momentan leider nicht schaffen. Also die Anregung finde ich super, super lieb an diejenige, die mir das geschrieben hat. Vielen lieben Dank dafür. Aber ich möchte das nicht schnell, schnell machen, sondern ich möchte mir für die einzelnen Sachen, die jetzt hier in den verschiedenen Adventskalendern drin sind, wirklich auch Zeit nehmen. Ich möchte mir da eine Idee überlegen können. Und deswegen werde ich das alles dann im neuen Jahr machen. Die Katrin ist ja hier ganz fleißig. Die schreibt mir ja anscheinend zu jedem ein Zettelchen. Ich habe ja nicht zu jedem eins geschrieben, aber sie schreibt mir zu jedem ein Zettelchen. Und demnach habe ich da im Januar sehr, sehr viel zu tun mit. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, die Sachen sollen wirklich schön einzeln genutzt werden können, nicht schnell, schnell, weil ich jetzt euch da was zeigen möchte. Dafür nehme ich mir jetzt ganz viel Zeit. Und ich meine, wir stecken mitten in den Weihnachtsvorbereitungen, wahrscheinlich jeder. Es ist 3 Wochen vor Weihnachten. Heute in 3 Wochen ist Weihnachten. Und da schaffe ich das leider einfach nicht. Ich laufe von links nach rechts, Weihnachtsgeschenke, Plätzchen backen, Wohnung schmücken, hin und her. Das schaffe ich leider nicht. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis. Aber wie gesagt, die Sachen verschwinden jetzt nicht von der Bildfläche, nur vorübergehend. Also, jetzt noch ein kurzes Statement dazu. Ich hoffe, dir hat das kurze Video gefallen. Du hinterlässt mir dein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!